Yes, I am a sinner. Ja, ich bin ein Sünder. But yet he has come to save me. Aber er ist gekommen, um mich zu retten. And he has done it. Und er hat es bereits getan. Confidence. Diese Zuversicht. And then we come to this Bethany. Und dann schließlich sind wir jetzt in Bethanien. How he did this? Wie hat er das getan? He made complete change of the human nature and brought a resurrected nature to the humanity. Er hat wirklich diese menschliche Natur vollständig verwandelt in eine neue Natur. Yes. In eine Auferstehungsnatur. So this is our faith. Und das ist unser Glaube. So in the Eucharist every day we say I believe we proclaim your death, we glorify your resurrection and we look forward your second coming. In jeder Eucharistiefeier bekennen wir das. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. But this Martha and Mary had such a spiritual closeness with the risen, resurrected life of Jesus. Aber Maria und Martha, sie hatten so eine Nähe zu dem Auferstehungsleben Jesu. Yeah. So, the resurrection of Lazarus. Also da war einmal die Auferstehung des Lazarus, die Auferweckung des Lazarus. And now they are celebrating it. Und das feiern sie jetzt. It's a big thing. Das ist eine große Sache. So a big crowd came there to see Lazarus. Und deswegen waren so viele Menschen gekommen, um den Lazarus zu sehen. Yeah, not only Jesus. Und nicht nur Jesus wollten sie sehen, auch den Lazarus, der auferweckt war. Now Mary giving the anointing to Jesus. Und jetzt ist es Maria, die Jesus die Salbung schenkt. Now the first sentence of this gospel is now only 6 days for the Passover. Und es fängt an, dass gesagt wird, es war 6 Tage vor dem Passjafest. So what is going to happen? Also und was wird geschehen? Jesus is going to die. Jesus wird sterben. And his body will be wrapped in a cloth and they will anoint the body. Jesus wird in ein Tuch eingewickelt werden und sie werden ihn salben. That she is going to do now. Und das tut Maria jetzt schon. Yes. So here now, although the passion is going to come, but everybody, Jesus, Lazarus, Martha, Mary, all are thinking or spiritually united with the resurrection. Und jetzt bei diesem großen Fest, obwohl dieses Passja noch kommen wird, sind sie schon eigentlich vereint mit diesem Jesus, der da auferstehen wird. So let us absorb this in our heart. Und nehmen wir das in unser Herz auf. Now I am also remembering a word from the Song of Songs that you are like a open perfume. Your words are like a bottle of perfume opened. It fills the fragrance to all and it attracts all people to you. Jetzt fällt mir ein Satz aus dem Lied der Lieder. You are like du bist ein wie ein Wohlgeruch. And its fragrance attracts everyone. Und der Ruch ergreift alle. Yes. Your name is like a open perfume bottle. Dein Name ist wie ein geöffnetes Parfum. Again, Saint Therese say, attract me, Jesus, towards you. Attract me. Und die kleine Therese sagt, zieh mich an dich, Jesus, zieh mich an dich. So all this is related to this anointing. Und alles das steht in Beziehung zu dieser Salbung. And this Mary is the one who first met the Lord after the resurrection. Und diese Maria ist diejenige, die dann Jesus als erstes nach der Auferstehung wieder trifft. So let us think about one moment that we are going to have a
model of that anointing now here, that everybody is given a chance to anoint Jesus with the ointment, with this emotion of the resurrection. Und lass uns einen Augenblick inne sein und dann wollen wir dahin gehen, dass wirklich jeder von uns die Möglichkeit hat, Jesus jetzt zu salben mit diesem Gefühl der Auferstehung, dass wir es tun für seine Auferstehung. So when you anoint the body of Jesus now, the crucified body of Jesus, believe that it is a preparation for the resurrection. You believe in the resurrection. You are already part of the resurrection. Und wenn wir dann Jesus wirklich salben, dann tun wir das in dieser Weise, dass wir wirklich das tun im Glauben an die Auferstehung, dass es schon eine Salbung für die Auferstehung ist. And Jesus is going to touch you when you touch him. Und Jesus wird euch berühren, wenn ihr ihn berührt. Let us sing a song and let us pray, asking the Lord to heal us with his anointing. Und singen wir ein Lied und bitten wir den Herrn, dass er uns heilt durch seine Salbung. Like Mary, we are going to take the anointing perfume and going to touch the body of Christ and anoint him now. So wie Maria nehmen wir dieses Parfüm der Salbung und berühren den Leib Jesu. It's the greatest love. Wir zeigen Jesus damit unsere größte Liebe. Oh Holy Spirit. Oh Heiliger Geist. Help us, Holy Spirit. Hilf uns, Heiliger Geist. Let this thought come a little more. Oh, Holy Spirit.